Dafür war das jetzt eher weniger gedacht, aber. Die Wand dahinter sieht auch nicht besser aus. Nicht mit bloßen Händen. Mit dem Messer das vielleicht. Messer habe ich, man weiß ja nie. Na, dann wollen wir mal. Autsch, nein, das ist die. Damit habe ich einfach zu wenig Hebel. Es geht. Ich wusste, die Stange würde mir noch nützlich sein. Aha. Wo sind wir nun? Servicewagen. Nein, nur Müll. Nichts Nützliches dabei. Zahnputzgel. Los nicht, die Gläser sind widerlich. Und meine Zähne könnte ich auch gleich mit einem Ziegelstein abreiben. Warum nicht? Die Seife nehme ich auch gleich mit. Ich hoffe, der bricht nicht auseinander. Bring Besen. Auch von dieser Seite. Fest. Aha. Ich kann mal diese Tür öffnen. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird's. Tja, dafür haben wir jetzt einiges mehr im Winter. Mir gehen offenbar langsam die. Jetzt überlege. Der Besen ist tatsächlich. Gute Idee. Fantastisch. Nach oben kümmert trotzdem noch nicht. Weiß nicht. Vielleicht können wir sie befestigen, die Leiter. Hochklettern. Okay, Leuchtschrift. Die Leuchtschrift ist durch das Nachbarhaus gekracht. Der Sturm muss entsetzlich gewesen sein. Die Prüfung wäre vielleicht nicht schlecht gewesen vorher. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Id, ein, der, L. Hier sind alle Buchrücken völlig unlesbar geworden. Ja. Er hängt nur noch an einem Scharnier, aber scheint dennoch stabil. Tja. Das Fenster ist etwas staubig. Dahinter ist die überflutete Straßenschlucht. Es gibt keine Griffe oder so. Lesgerät. Keine sichtbaren Schalter. Vielleicht aktiviert man sie, indem man etwas in diese zylindrische Halterung steckt. Ah ja. Unri-es-ko-uch. Schade, ich kann nichts lesen. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen. Die würden in meinen Händen. Tja, Bücher, Bücher, nochmal Bücher. Taufen. Betonplatten. Wiegen ungefähr eine Tonne. Es würde Tage dauern. Tja. Nein. Das Messer vielleicht. Nee. Ah, da kommen wir lang. Oha. Nigel! Faye, komm nicht näher!
Der Boden gibt nach. Ich suche ein Seil. Ich kann dich... Nein, Faye, du musst... Hast du versucht über das Geländer? Nein, Faye. Faye! Hör mir gut zu. Es ist wichtig, dass du mir ganz genau zuhörst. Finde das zweite San Francisco-Team. Finde Salvador und Delvin. Nigel, lass mich dir doch... 2050 ist zu spät. Ihr müsst einen weiteren Zeitsprung wagen. Hier, in dieser Konsole. Ich weiß jetzt, wie wir die Katastrophe abwenden können. Die Cyanobakterie. Sie ist unsere letzte Chance. Ich verstehe nicht. Ich habe die Information in zwei Datenkristallen gespeichert. Einer ist runtergefallen, als der Boden nachgab. Finde ihn. Gib ihn Salvador. Er wird wissen, was zu tun ist. Nigel, die anderen Teams, sie sind alle tot. Reich mir deine Hand. Die Bakterie, sie ist der Schlüssel. Sie wollen mich wohl veralbern. Was? Es war schrecklich. Er war der einzige Freund, den ich noch hatte. Wie könnte ich so etwas erfinden? Ach, kommen Sie. Sie wissen ganz genau, worauf ich hinaus will. Erst dieser Svensson und jetzt die Bakterie. Warum sagen Sie es nicht einfach? Ihr Freund starb für meine Forschung. Bedrückt dich das gar nicht? Ich bin weiß Gott kein Unmensch. Aber ich beginne allmählich die Strategie hinter Ihrem Märchen zu erkennen. Wir halten fest, meine Blaualge oder Cyanobakterie ist die Energiequelle der Zukunft. Wie geht's weiter? Ja. Wie geht es jetzt weiter? Genau die gleiche Frage habe ich mir damals auch gestellt. Wir haben uns verletzt! 2050! Zu spät! Hallo? Wer ist da? Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Zeitechos. Von den anderen. Moment mal. Was ist das? Ein Notrufsignal. Das zweite San Francisco-Team lebt noch. Das Signal ist keine 2 Meilen entfernt. Ich brauche ein Boot. Irgendwo dort muss das zweite Team sein. Die Stadt ist gänzlich überflutet. Ich muss eine Übers Wasser muss noch kommen. Es gibt keine Griffe und... Gehen wir zu Kunden und holen uns dann ein Boot. Dann basteln wir uns eins. Sie strahlt immer noch Wärme aus und scheint in gutem Zustand zu sein. Mehr kann ich von hier aus nicht sagen. Können wir vielleicht das Boot benutzen, die Kapsel. Hier oben geht es, glaube ich, nicht weiter. Und dann müssen wir einen Weg hier unten finden. Können wir vielleicht irgendwie... Mit bloßer Gewalt bekomme ich den nicht. Der Globus ist über das Scharnier fest mit dem Gestänge verschraubt. Mit bloßer Gewalt... Der Globus... Mit bloßen Händen keine Chance. Mit bloßen Händen keine Chance. Tja. In der anderen Zeitlinie hat man Schrumpfzieher. Der wäre jetzt hier Gold wert.
Also. Wenn wir irgendwo einen Schraubenzieher bekommen könnten, bitte zum Schreibtisch einer. Ich komme damit nicht tief genug in die Fugen, um es aufhebeln zu können. Ich hoffe, das klappt. Nicht schlecht. Und was haben wir da? Ein Schraubenzieher. Genau das, was ich jetzt brauche. Und was ein Zufall. So. Können wir hier vielleicht... Global heißt da, steht da übrigens. Ja, das scheint mir das geeignete Werkzeug zu sein. Na dann. Und damit eine kleine Nussschale, in der wir schippern können. Er besteht aus einer Art Hartplastik, scheint seetüchtig. Das würde vielleicht als Boot ausreichen, um das zweite Team zu suchen, aber ohne Paddel bringt das nichts. Tja. Die kleine Schaufel ist nicht groß genug für ein Ruder. Ich brauche etwas, mit dem ich weiter ausholen kann. Ja, mit dem Seil kann ich die beiden Teile fest zusammenbinden. Hey, das sieht aus wie ein Paddel. Aha. Auf geht's. Paddel. Es wird gepaddelt. Den Fluss hinab. Die Straße hinab. Zum anderen Team. Der Anzeige okay. Nach muss die zweite Kapsel hier ganz in der Nähe sein. Puh. Nein, ich kann sie nicht zur Seite ziehen. Sie ist irgendwo festgebunden. Tja. Wir haben Paddel. Wollen wir damit die Plane paddeln? Ich glaube nicht, dass sie sich davon beeindrucken lässt. Das Brett paddeln. Keine Ahnung wie. Nur die Plane mit einem Messer durchschneiden. Hinter der Plane waren Fässer verborgen. Sie scheinen leer zu sein. Oha. Das mache ich best. Müssen wir uns jetzt einen Weg hier rüber bahnen oder wie? Die Steine werden. Ich kann mal kurz das Brettchen reinwerfen. Ach, darüber nehmen. Ah ja. Das Brett ist zu kurz. Vielleicht können wir das lange Brett nehmen. Die Steine werden.
Sehr schön. So kommt man über den Fluss. Puh, das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Schlammhaufenfahrzeug. Ich hab das Seil! Was jetzt? Schau dich um! Du musst es irgendwo befestigen, um uns hochziehen zu können! Okay. Wir das Fahrzeug irgendwie. Muss am Fahrzeug befestigen. Das wäre eine Idee. Schlammhaufen wegbuddeln und dann das Seil befestigen. Ja, damit sollte ich die Hinterachse vom Schlamm befreien können. Und jetzt. Das Hinterrad liegt jetzt. Der Schlüssel steckt. Mal gucken. Es klappt. Das Auto springt tatsächlich noch an. Oha. Es ist mal wieder an. Und wir haben noch. Hier ist ein Seil, oder? Wir haben hier kein Seil. Salvador! Delvin! Faye! Bist du das? Alles in Ordnung bei euch? Nur ein paar Kratzer. Aber ich weiß nicht, wie lange wir hier noch in Sicherheit sind. Wo ist Nigel? Er ist tot. Und die anderen Teams sind alle tot. Dann lass dir schnell was einfallen, wie wir hier wegkommen. Sonst bist du bald die einzige Überlebende. Wie kann ich euch helfen? Du musst einen Weg finden, uns von hier wegzubringen, bevor die Zeitkapsel abstürzt. Aber wie soll ich das schaffen? Wir haben hier noch ein Seil. Wir können es mit der Harpune zu dir nach oben schießen, aber das ist auch schon alles, was wir tun können. Gut, probieren wir es aus. Aha, da ist das Seil, was wir eben erwähnt haben. Das war ein kleiner Kontinuitätsfehler. Das Hinterrad liegt. So, Seil. Und die Dachse. So, hält. Der Schlüssel steht. Mal guck. Es bleibt. Das Auto springt tatsächlich noch, aber ich stelle es. Okay, ich dachte, wir können jetzt. Jetzt das Auto starten und dann die hochziehen. Ein Teil der Brückenkonstrukt. Ich hab das Seil! Was jetzt? Schau dich um! Du musst es irgendwo befestigen, um. Ich denke, das dreht sich doch das Rad und dann ziehen wir die wieder im Lift hoch. Das Hinterrad liegt jetzt frei. Moment, wir haben noch eine Felge. Ich könnte das Seil auf die Felge legen wie bei einer Laufrolle, aber dazu müsste ich die Felge noch irgendwo befestigen. Nein. Ja. Ich könnte das Seil auf die Felge legen wie bei einer Laufrolle, aber dazu müsste ich die Felge noch irgendwo befestigen. Ich kümmere die Felge wie einen Stahlträger
springen. Und fertig ist eine... Sehr schön. Ich habe das Seil über die Felge gelegt. Na dann, Fahrzeug starten. Der Schlüssel steckt. Na dann, let's go. Na dann, los geht's. Ungeschafft, freigeschaltet ein neues Team. Und so kam es zur Wiedervereinigung mit Salvador und Delvin. Der Weg zurück zum Global war die Hölle. Also wirklich. Ich kenne ja die Theorien zum Klimawandel. Und ich bin weiß Gott auch der Ansicht, dass etwas getan werden muss. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich diese lächerliche Geschichte ausdenken. Es ist die Wahrheit. San Francisco unter Wasser? Tornados in Europa? Und das alles schon 2050? Lächerlich. Erst 2050? Ich meine, wenn ich so das Wetter momentan angucke, 2022, das ist schon, wir hatten schon Stürme hier in Deutschland, es waren wahrscheinlich noch keine Tornados, aber so wie ich mir das Wetter angucke, das ist schon, 2050 scheint mir ein bisschen so spät erst. Ihr könnt nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz? Allerdings. Man dreht sich nur einmal kurz um und schon sind 10 Jahre verstrichen. Das Kind ist groß, die Frau ist krank und... Ach. Und die Pole sind geschmolzen. Eben. Eben nicht. Die Welt ist konstant. Es sind nur die Menschen, die sich ändern. Wenn es doch so wäre. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Na, wenn das so ist, können Sie sich doch auch getrost an meinen Sohn wenden. Er führt meine Forschungen weiter. Er ist der Svensson, den Sie suchen. Warte, ich bin mir doch sicher. Es war 2050. Hören Sie, ich kenne die Studien. Mein Gott, ich habe selbst welche verfasst. Sie 2050 ist Humbug. Wie der Rest Ihrer Geschichte. Also 2025 hätte ich für sehr, für fast realistischer. Wie gesagt, wir waren auch überrascht. Oh Mann, Sie haben Ihre Rolle wirklich gut einstudiert. Also dann, willkommen im 20. Jahrhundert. Fahren Sie fort. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Dazu wollte ich ja gerade kommen. Wie gesagt, der Rückweg zur anderen Zeitkapsel war eine Tortur. Ich hoffe, die Geschichte hat auch eine Pointe. Soll ich jetzt weitererzählen? Kommt drauf an. Wie lange dauert es denn noch? Na gut, wie du willst. Ich kürze die Geschichte etwas ab. Wir hatten also schließlich das Global erreicht. Mittlerweile war es Nacht. Und wir beschlossen, in den Ruinen Quartier zu beziehen. The Night in the Globe. Kapitel 2. Wow. Das war spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Hast du nichts zu tun? Das hier ist kein Lagerfeuer, Funker. Komm schon, Salvador. Ich finde, ich habe ein wenig Anerkennung verdient. Ich meine, erst die Aktion mit dem Kran und dann auf dem Rückweg auch noch diese Geschichte mit den Alligatoren. Alligatoren? Ich bitte Sie. Du wolltest die Geschichte ja nicht hören. Ach, verdammt! Gibt es Probleme, Delvin? Mehr als genug. Ich denke aber, wir kriegen die Kapsel tatsächlich noch einmal startklar. Es ist nur eben nicht ungefährlich. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Was genau bedeutet nicht ungefährlich? Für den letzten Zeitsprung haben wir jahrzehntelang Daten gesammelt. Für diesen hier haben wir einen angebrochenen Abend. Wenn ich mich verkalkuliere, dann könnte es sein, dass wir uns bei dem Transport in kleinen Scheibchen über einen Zeitraum von 3 Wochen verteilen. Dann darfst du dich eben nicht verkalkulieren. Dann darf ich mich eben nicht verkalkulieren.
So einfach. Was brauchst du denn noch für den Start? Naja, als allererstes bräuchte ich das exakte Datum. Die zeitlichen Zielkoordinaten, wenn man so will. Und dann? Das ist nicht ganz unkompliziert. Geht es auch präziser, Pilot? Ich brauche ein Atom. Ein Atom. Gibt es hier nicht genug davon? Ja, nein. Ich brauche ein ganz spezielles. Eines, durch dessen Quantenmatrix wir zu der entsprechenden Zielzeit reisen können. Ah, so ist das. Na, zu dumm, dass ich mein Quantenmikroskop nicht dabei habe. Ich hab doch gesagt, es ist kompliziert. Konzentrieren wir uns erst einmal darauf, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden. Genau. Das Wichtigste ist, dass wir uns schnell auf die neue Situation einstellen. Wir brauchen mehr Informationen, um das Missionsprofil anzupassen. Ich glaube, Nigel hatte einen Plan. Er hat mir einen Datenkristall gegeben. Wenn wir den zweiten auch noch finden können, lässt sich bestimmt rekonstruieren, was er herausgefunden hat. Datenkristall. Gib mal her. Was soll das sein? Eine Art Speichermedium? Ich glaube... Und dafür hat sich der alte Trottel in den Tod gestürzt. Ich habe immer geahnt, dass ein Mangel an Objektivität irgendwann die Mission gefährden würde. Und jetzt sitzen wir hier. Nur noch zwei Mann. Hey! Ach, Madame möchte auch einen Beitrag leisten. Na, da bin ich aber mal gespannt. Auf der anderen Straßenseite gibt es eine Art Bibliothek. Dort finden wir bestimmt alle Informationen, die wir brauchen. Eine Bibliothek? Hast du darum so lange gebraucht, bis du uns gefunden hast? Ich wusste doch gar nicht. Während andere ihr Leben riskieren, geht Madame erst mal eine Runde lesen. Gut gemacht, Faye. Also das ist doch... Kein Wort mehr. Ich habe weitaus Wichtigeres zu tun, als mir dein Gestammel anzuhören. Wenn du dich unbedingt hervortun möchtest, dann bitte mit konstruktiven Vorschlägen. Wieso reisen wir nicht so weit in die Vergangenheit, wie es nur geht? Studie 478. Für Beeinflussung müssen Menschen Problematiken realisieren können. Wir brauchen eine Zeit, in der es bereits ein Klimaproblem gab, um erfolgreich infiltrieren zu können. Das sehe ich auch so. Wir suchen einen äußerst schmalen Zeitkorridor. Der Klimawandel muss bekannt, aber nicht zu weit fortgeschritten sein. Also die temporale Nadel im Heuhaufen? Dazu sag ich mal nichts. Hat noch jemand einen ernstzunehmenden Vorschlag? Eigentlich ist doch klar, was wir tun müssen. Wir gehen rüber in die Bibliothek und suchen dort nach... Nein, ich habe einen besseren Plan. Oh Gott. Ich werde mich in dieser Bibliothek da drüben umsehen. Auch gut. Vielleicht finde ich ja sogar ein Gerät, um die Daten auf diesem Kristall auszulesen. Ich habe ein paar Terminals gesehen. Danke, Funke. Die hätte ich wohl auch noch gefunden. Und vergiss nicht, dass es noch einen zweiten Kristall gibt. Nigel sagte... Nigel war ein idealistischer Querkopf. Ich kann mir schon vorstellen, wie sein Plan ausgesehen hat. Aber... Hör gut zu, Funke. Ich bin jetzt der ranghöchste Offizier bei diesem Einsatz. Es wird gemacht, was ich sage. Und ich will mir jetzt erst einmal selbst ein Bild machen. Dabei werden wir alle drauf gehen. Irgendwelche Einwände? Nein? Nur machen, was er sagt. Was hat er nur gegen mich? Nimm es nicht persönlich. Ich glaube, er ist noch aufgebracht wegen der Sache mit den Alligatoren. Der Trick mit der Hose hat zwar funktioniert, aber Salvador ist einfach niemand, der sich gerne bloßstellen lässt.